Ich habe euch gefragt, was glaubt ihr, lässt euch besser Darts spielen und werfen? Das reine und beste Material oder körperliche und mentale Fitness? Und von den knapp 1400 Befragten, die mitgemacht haben, haben 89% angegeben, ganz klar die körperliche und die mentale Fitness. Na klar, wäre es umgekehrt schön, wenn ich einfach das beste oder neueste Material hernehme, mir 45 mm lange Spitzen auf meine Barrel ballere, in der Hoffnung, dass ich dann die Abkürzung und diese eine Maßnahme gefunden habe, um sofort ein besserer Dartspieler mit mehr Highscores und Checkouts zu werden. Aber ich denke, du weißt genauso gut wie ich. Erstens, das passiert nicht von jetzt auf gleich. Und zweitens, meiner Meinung nach, am Material optimieren kannst du, wenn du 75er, 80er Average konstant spielst. Alles darunter ist das Material relativ wurscht. Viel entscheidender, ob du wirklich gut oder besser dartest, ob du konstanter dartest, leistungsbereit, motiviert bist, ist die körperliche und mentale Fitness. Natürlich kein Geheimnis, Darts ist ein Mentalsport. Ganz, ganz viel, wenn nicht gar das meiste, findet da oben statt. Und das, ob du körperlich arbeitest oder mit deinem Kopf ganz viel, verbraucht Energie. Und um da mal die Zusammenhänge herzustellen, woher kommt denn diese Energie? Was liefert dir diese Energie? Dein Körper. Das alles, was du brauchst, kommt aus dir selber. Du selbst bist die unerschöpfliche Energiequelle. Und das ist für den Dartsport vielleicht gar kein so schlechter Ansatzpunkt. Denn egal was du machst, am Ende bist du es allein, der vor dem Dartboard steht, der das Leck gewinnt und am Ende vielleicht das Match. Und darum habe ich mir im Kern eine Frage gestellt. Wenn das alles aus mir selber kommt und ich Energie brauche, um körperlich fit, aber auch mental fit zu sein, wie kann ich das nutzen und zum Positiven beeinflussen, um mich auch in dem Sport, den ich so mag, zu verbessern? Und das nachhaltig und wirksam. Dazu ein erstes Beispiel. Stell dir zwei Spieler vor, die beim Turnier teilnehmen wollen. Beide spielen auf einem guten Niveau, beide trainieren gleich viel. Aber Spieler A arbeitet recht viel und auch lang. Er kommt kaum dazu, Pausen zu machen und wenn es ums Essen geht, dann eher irgendwie zwischendurch auf dem Weg von A nach B. Hauptsache irgendwas und möglichst kalorienreich. Am Feierabend, klar, geht's ab nach Hause, dann wird irgendwie trainiert und dann, das kann's ja noch nicht gewesen sein. Ab vor den Fernseher, willst ja wissen, was in der Welt los war. Nebenbei noch das Handy am Laufen, vielleicht ein, zwei Bierchen, bisschen Fastfood, vielleicht läuft was Geiles im Fernsehen und dann geht's irgendwann ermüdet und spät ins Bett und am nächsten Morgen geht's wieder von vorne los. Spieler B arbeitet genauso lange und hart, achtet aber auf regelmäßige Pausen. Dazu auf eine halbwegs ausgewogene Ernährung. Und weil er ja bald ein Turnier spielt, verzichtet er da auch mal auf Alkohol oder schränkt es so gut es geht ein und trinkt generell seine 3-4 Liter Wasser und Säfte am Tag. Er geht auch zeitig ins Bett, um genügend Ruhephasen zu haben und um den ganzen Tag einfach auch im Kopf mal abzuhaken, macht er vorher Entspannungsübungen und kann so besser und tiefer schlafen. Person A oder B? Bei wem vermutest du die besseren Erfolgschancen, auch weit in so einem Turnier zu kommen? Könnte sein, dass ich viele von euch jetzt enttäuschen muss. Spieler A. Und jetzt habe ich gewiss deine Aufmerksamkeit, denn das bin ich. Der geschilderte Ablauf war lange Zeit genau das, was bei mir tagtäglich passiert ist. Und ja, ich konnte so Darts spielen, durchaus gar nicht so verkehrt. Und auch mal Legs oder ganze Matches gewinnen. Ich habe mich aber zunehmend, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht mehr wohl in meiner eigenen Haut gefühlt. Ich wurde zunehmend träger, fühlte mich oft erschöpft, hatte manchmal nie so richtig Lust und es hat sich auch körperlich wie mental ausgewirkt. Ich habe zugenommen, war weniger sportlich, gut, das kommt einfach auch mit dem Alter, aber auch mein eigenes Selbstwertgefühl hat ein Stück weit abgenommen. Naja, und Person B, das bin auch ich, das ist auch der Olli. Und zwar der, der anfing, ein paar kleine Dinge zu ändern. Und indem ich mit Kleinigkeiten angefangen und die positiven Effekte daraus auch schnell wahrgenommen habe, ging es auch sehr flink los in einer positiven Richtung. Und das verändert natürlich etwas. Das gibt mir Energie. Eine Sache lässt sich sofort und easy umstellen. Ich trinke zum Beispiel deutlich weniger Kaffee und dafür einfach viel mehr Wasser. Ich mag aber Abwechslung und deswegen auch Wasser mit Geschmack. Und da willst du auch runter von Zucker und anderen Zusatzstoffen. Und ich habe für mich Holy entdeckt.
Das gibt es in enorm vielen Geschmacksrichtungen und als Energy Drink, als Eistee oder auch als Hydration Drink für Sportler. Denn Holy ist mal grundlegend gesund, vegan, da ist kein Bullshit drin wie Taurin oder eben Koffein. Und auch kein Zucker oder Fruchtzucker. Das ist für mich hier auch schon erster kleiner Motivationsschub. Denn viel und gesund trinken, ohne auf Geschmack zu verzichten, fällt mit Holy wirklich leicht. Mir schmeckt's, ich fühle mich besser. Und wenn du es auch mal ausprobieren willst, kannst du das gerne machen und dabei sogar noch sparen. Nutze zum Beispiel einfach den Code OLLY5, um 5 Euro bei deiner Erstbestellung zu sparen. Und wenn du dich nicht entscheiden kannst oder gerne noch eine Glasflasche dazu nimmst oder einen von diesen Thermoshakern, gibt's dann nämlich auch alles. Dann nimm den Code OLLY10 für 10% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. Ja, und mit so kleinen Dingen habe ich die Veränderung angestoßen, auch mit ein paar anderen Gedanken, als immer nur diesem, ich will besser im Darts werden, ich muss also mehr trainieren. Ich bin nicht gut auf Doppel, also muss ich viele Doppelspiele machen. Dann lade ich euch mal zu einem Perspektivwechsel ein. Und auch dazu, Veränderung anzunehmen und sich davor nicht zu scheuen oder keine Angst davor zu haben, sondern vielmehr sie anzunehmen, weil man sie versteht. Denn das Ding mit der Veränderung ist, da gibt es keine Abkürzungen. Hätten wir zwar selber manchmal gerne, weil das spart am Ende Energie, aber so einfach ist es nicht. Aber nachvollziehbar, denn sie durchläuft im Wesentlichen immer sehr gleiche Phasen. Weil ich kann nicht verstehen, was ich nicht weiß. Und so ist das auch mit Veränderung. Am Anfang tappen wir vollkommen im Dunkeln. Die erste Phase der Veränderung ist, ich erkenne das noch gar nicht so richtig. Ich tappe förmlich im Dunkeln, das ist alles irgendwie noch so neblig. Ich entwickle vielleicht erste Gefühle, Emotionen dafür, dass ich was ändern müsste, aber ich kann es noch nicht greifen. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. Und das ist eben ein Prozess, der dauert ein bisschen. Und zwar bis zur nächsten Phase, bis ich anfange zu erkennen, was genau das ist und wie das greifbar wird. Das heißt, du fängst an, die Richtung der Veränderung, in die du dich bewegen willst, zu erkennen. Und die Phasen der Veränderung markiere ich hier einfach mal mit den gelben Flights auf dem Dartboard. Wenn ich also anfangs im Dunkeln tappe und sich das jetzt langsam lichtet und ich sehe, was ich tun muss oder tun möchte, dann geht es jetzt natürlich auch darum, ins Handeln zu kommen. Also das Machen, Angehen. Das ist dann die Phase, wo ich sage, okay, was konkret soll es denn sein? Dann fängst du an, dir einen Plan zu entwerfen, erste Schritte zu gehen und dann geht es halt darum, das auch wirklich in die Tat umzusetzen, also in den Rollout. Und da ist es natürlich immer ganz gut, in dem Moment, wo ich es tue, mache ich es auf die richtige Art und Weise, fühlt sich das gut an, also frühes Feedback und frühe, schnelle Erfolge mir zu sichern, also Ergebnisse. Woran erkennst du, dass du in die richtige Richtung läufst, dass du gerade an dem Richtigen arbeitest, dass sich das gut oder besser für dich anfühlt? Weil wenn nicht, dann korrigiere. Aber bleib auf dem Weg der Veränderung. Und durch die Teilerfolge und die Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist, weil du dich jetzt einfach besser fühlst, dass du siehst, dass du wirklich auch besser vorankommst, beim Darts von mir aus jetzt weniger streust auf die großen Segmente, öfter mal ein Triple triffst, in den vorher unsicheren Situationen jetzt doch das Doppel triffst, na dann hast du die Veränderung nicht nur akzeptiert, sondern verinnerlicht. Dann ist sie quasi drin. Und das kannst du jetzt einfach festigen, verankern. Ja, und dann geht der Zyklus von neuem los. Sprich, ist es Zeit, sich wieder neuen, anderen Themen zu widmen. Und genau das kennst du im Darts aus deinen eigenen Erfahrungen. Jeder Anfänger tut sich überhaupt schwer, die großen Felder zu treffen. Wenn das aber einmal sitzt, fängst du an, auf Scoring zu gehen. An Checkouts über die Doppel ist da noch gar nicht zu denken, aber die Punktzahl erhöht sich. Übrigens, Sport und Beruf unterscheiden sich gar nicht so sehr voneinander. Und auch wenn du jetzt die Phasen der Veränderung kennst, sie passiert nicht von allein. Und um das zu verdeutlichen, nehme ich jetzt mal diese Darts mit den weißen Flights. Denn Phase 1 war ja noch das Unbewusste im Dunkeln tappen, so ein seichtes Gefühl oder Intuition von irgendwas ist da. Und das ist nicht ganz so gut. In der Regel lichtet sich der Nebel ganz schnell, wenn es zu Problemen kommt. Oder sagen wir mal einfach, es muss ein gewisser Druck, eine Dringlichkeit da sein. Denn mit einem Mal gibt es auch einen gewissen Sinn. Ich sag mal so, Klassenarbeiten früher, oder? Ich war immer so einer, der brauchte diesen zeitlichen Druck. Immer schön auf den letzten Drücker dann alles reinbringen, damit du halt bei der Klassenarbeit das Material drin hast. Also, das Ding für die Dringlichkeit. Und was auch helfen kann, wenn du jetzt in der zweiten Phase ja jetzt erkannt hast, worum es dir geht und was zu tun ist, das womöglich gar nicht mal allein mit dir ausmachen musst. Womöglich gibt es ja andere, wenn du denen vermittelst, was dein Problem ist und woran du arbeiten möchtest, denen es sehr ähnlich geht.
Das heißt, in so einem Veränderungsprozess bist du selten auch ganz allein. Du kannst dir Hilfe reinholen, die den Prozess begleiten oder gar anleiten. Du kannst dir aber auch Gleichgesinnte suchen und dich mit denen austauschen. Am Ende ist YouTube auch kein anderes Medium. YouTube ist ja nicht nur eine Videoplattform, sondern zur anderen Hälfte auch eine Suchplattform. Die Menschen suchen nach Problemlösungen, also nicht allein. Und das kann auch helfen, in die dritte Phase zu kommen, dieses sich darauf vorzubereiten, überhaupt mal loszulegen. Also eine Vision, das größere Ziel zu entwickeln und das auch zu kommunizieren, was letzten Endes auch den Grund gibt, warum soll ich denn damit loslegen? Warum soll ich genau das verändern und nicht was anderes? Und dabei hilft es, wie gesagt, sich andere ins Boot zu holen, sich Hilfe mit reinzuholen, aber eben auch klar kommuniziert zu haben, worum geht's, was will ich erreichen. Also auch messbare Ziele festzulegen, weil nur dann wirst du auch in den Rollout kommen und kannst mit Maßnahmen oder unterstützt mit Maßnahmen loslegen. Und ab da ist es ein kommunikativer Austauschprozess, das sind Feedback Loops, mit dann eben auch ersten und schnellen Erkenntnissen. Also sieh zu, dass du Short-Term-Gewinne erzielen kannst. Erste Fortschritte, erste Bestätigung dafür, dass es der richtige Weg ist, die richtige Entscheidung. Und das mach auch faktisch an Dingen fest. Überprüfe immer, ob das besser, schlechter oder gleich ist. Und nutze diese Erkenntnisse, um den Weg gegebenenfalls anzupassen oder die Ziele nochmal neu oder anders zu formulieren. Und dann passt du das eben an und daraus ziehst du die Learnings und die Kreativität, um diese eine Veränderung für dich erfolgreich abzuschließen, das zu verinnerlichen und zu verankern. Na, und damit eigentlich auch schon wieder auf dem nächsten Level angekommen zu sein und bereit, jetzt die nächste Meile zu gehen. Jetzt als Anregung mal zur mentalen Komponente und wie wir das positiv beeinflussen können. Was bei uns kognitiv oft abläuft und passiert, ist Folgendes. Wir haben zum Beispiel einfach eine Situation, manchmal angenehm, manchmal nicht so angenehm. Zum Beispiel triffst du auf deinen Spielgegner, der dich schon sehr oft geschlagen hat. Du hast jetzt schon dieses Gefühl, kriegst schwitzige Finger, vielleicht ein bisschen Herzklopfen. Das Wort Angstgegner ist vielleicht im Raum oder zumindest in deinen Gedanken. Und deswegen beeinflusst das natürlich, wie du dich fühlst und verhältst. Das Ding bei einer Situation, vor allen Dingen bei einer schlechten, weil mein Chef mich heute Morgen angeflaumt hat, geht es mir scheiße und der Tag ist im Eimer. Das stimmt aber nicht. Wir neigen gerne dazu, das wesentliche Element auszublenden bzw. uns nicht bewusst zu machen, denn darum geht es ja. Es gibt immer bewusste und unbewusste Anteile, aber genau die Unbewussten sich wieder in Erinnerung zu rufen, sich bewusst zu machen, was passiert da gerade. Denn eine Situation und wie wir sie interpretieren, basiert auf den eigenen Gedanken und Erlebnissen. Wir haben ganz, ganz tolle Bewertungsfilter und Erfahrungen gemacht. Und wenn wir in eine gleiche oder sehr ähnliche Situation geraten, dann bewerten wir unbewusst durch unsere eigenen Gedanken und Erlebnisse, die vielleicht mit der jetzigen Situation gar nicht wirklich was zu tun haben. Aber erst daraus entstehen unsere eigenen Gedanken, bewusste Gedanken und Gefühle. Und genau das da ist der Trigger, um Dinge in meiner Denke ins Positive zu verändern. So das Bewusstmachen, sich also Zeit nehmen, drüber nachzudenken, eröffnet Handlungsoptionen. Und hier mal ein paar Beispiele, was dabei auf jeden Fall hinderlich ist. Zum Beispiel die typische Muss-Denke. Ich muss besser werden im Darts. Ich muss immer die Doppel treffen. Ich darf mir keine Fehler erlauben. Ich muss mindestens jeden Tag 3 Stunden trainieren. Das kann zu Leistungsdruck führen, zu Stress oder auch Versagensängsten. Anderes Beispiel, die Katastrophendenke. Sowas wie, boah, was spiele ich da für ein Mist? Das ist absolut schlecht. Dieses Leck oder der Average, absolute Vollkatastrophe. Ja, das war ja klar, dass ich wieder verliere, ne? Läuft eh gerade alles scheiße. Hier jetzt auch. Und das ist natürlich auch nicht förderlich, nicht positiv, wenn Dinge so unter allen Umständen stattfinden sollen. Das schürt natürlich nur noch mehr die Ängste. Das kann zu Niedergeschlagenheit führen. Dass du dich matt fühlst oder noch schlimmer sogar, dass das in Ärger und richtige Wut umschlägt. Manchmal auf dich selber, manchmal aber auch auf andere. Dabei ist es aber dein Thema, deine Denke. Deine Erlebnisse und Erfahrungen steuern, wie du dich fühlst und verhältst.
Pauschale Schubladendenke auch nicht so gut. Sowas wie, ja, ich kann halt nicht rechnen, konnte ich noch nie, bin halt blöd. Oder auch andere in der Schublade stecken, so Marke, ja, was für ein arroganter Fatzke, ne? Was spielt der sich hier auf? Oder auch, ja klar gewinnt der, weil der kann halt trainieren, ich habe für sowas keine Zeit. Das drückt dich selbst natürlich runter, also du kannst Minderwertigkeitsgefühle kriegen. Wenn es blöd läuft, sogar in die Depression reinrutschen. Und in der Beurteilung anderer, so pauschal nach Schublade, womöglich auch in eine Feindseligkeit, bis hin zur Verachtung, wofür der oder die andere aber nichts kann. Mal daran erinnern, deine Gedanken, deine Erlebnisse. Mach dir das bewusst und du kannst dich dann entscheiden. Willst du dich schlecht fühlen und nicht aus dem Quark kommen? Oder sagst du, ey, ich muss mich deswegen nicht schlecht fühlen, ganz im Gegenteil. Und damit hast du für dich die Erkenntnis, eine Wahl zu haben. Nämlich die Wahl, wie du dich fühlst und was du daraus machst. Und da ist zum Beispiel so eine niedrige Frustrationstoleranz auch nicht förderlich. Genauso wie der innere Schweinehund, dem wir immer wieder mal begegnen. Also wenn du dich selbst erlebst oder sagen hörst, boah, ich halte das einfach nicht aus, ich krieg die Krise. Oder auch, boah, jetzt brauche ich unbedingt eine Pause, jetzt erstmal eine schmoken gehen oder so. Bis hin zu, na, heute komme ich eh nicht weit, ich mache das lieber morgen. Das sind auch alles so Themen, wo du in einer Situation bist, die dich vielleicht schnell ungeduldig werden lässt, die dir manchmal vielleicht unerträglich erscheint, der du aus dem Weg gehst, indem du es quasi aufschiebst und damit von dir weg. Die Thematik hierbei ist aber, du kannst dich in Abhängigkeiten begeben. Ich mache das heute nicht, weil da muss erstmal was anderes oder jemand anderes auf mich zukommen. Und solange das nicht passiert, gehe ich nicht in die Handlung. Auch eben nicht zu entscheiden, was mache ich jetzt mit der Situation, wie gehe ich damit um, oh, am besten gar nicht. Eben schön auf die lange Bank aussitzen, ist da auch keine klare Entscheidung, bringt dich kein Stück weiter. Die Situation selbst ist immer noch da und die löst sich auch nicht von alleine auf. Und auch daraus entstehen so unvollendete Handlungen. Einfach ja auch Situationen, in denen du dich ja schon nicht gut fühlst, die irgendwas mit dir machen, aber eben nicht zum Positiven. Und solange du aus diesen Situationen nicht aktiv rausgehst, die bearbeitest, noch mehr solcher Situationen ansammelst, naja, umso mehr ziehen die dich wie so ein Klotz am Bein immer mehr runter und runter. Aus dem Strudel kommst du dann gar nicht mehr raus. Und auch da helfen mental ganz kleine Kniffe. Die eigenen Gedanken und Gefühle kannst du natürlich positiv beeinflussen durch Affirmationen. Also kurze und prägnante Worte oder Sätze, die du am besten in der Gegenwart formulierst. Und das kannst du dir auch einfach als ein Wort irgendwo auf einen Notizzettel oder ein Post-it pappen und dann ran an den Kühlschrank oder wo auch immer du häufig vorbeigehst am Badezimmerspiegel. Und wenn du merkst, boah, ich gehe so schnell aus dem Karton, ich bin so ungeduldig, na, dann kann die Affirmation für einen Tag, vielleicht morgens oder abends auch einfach mal sein, heute ist mein Gelassenheitstag. Oder heute ist mein Tag, da trinke ich keinen Alkohol. Am Montag wird mindestens mal ein Witz erzählt. Ich will lachen. Und natürlich, auch im Dartsport. Ich werde heute trainieren und Spaß dabei haben. Und wenn du diese Affirmation auch mit einer Geste begleitest, dann kannst du das verankern. Das heißt, auf die Art beeinflusst du dein Mindset positiv. Und wenn du das wiederholst und öfter machst, kannst du durch eine Geste manchmal, ohne dass du es aussprichst, dieses positive Gefühl, diese Affirmation auch wieder abrufen. Das sind genau auch die kleinen Tricks, die du bei den Profis hier und da beobachten wirst. Die rufen in bestimmten Trainings- oder Spielsituationen genau solche positiven Gefühle und Momente hervor. Und das klappt prima auch durch das Verankern über Gesten. Mir hilft's und dabei auch nicht immer zu viel auf einmal, sondern vielleicht ein- oder zweimal pro Woche oder über 2 Wochen ausprobieren. Und dann dich selbst beobachten und reflektieren, was es mit dir macht. Wie verändert sich dein Gefühl? Wie verändert sich deine Wahrnehmung? Passiert da was? Und diese Komponente, mich mehr mit meinem Geist, also der mentalen Seite, aber eben auch der körperlichen Fitness zu beschäftigen, bringt mir persönlich viel, viel mehr. Ich lerne auch viel, viel mehr über mich selbst, was mich manchmal hindert oder behindert hat, als stupide immer mit Darts irgendwelche Trainingsspiele abzurufen und so gesehen eigentlich immer nur Bewegungsabläufe zu üben. Aber nie mal tiefer in die mentale Geschichte und auch die körperliche Fitness zu kommen. Und ich habe so viel inzwischen gemacht, was auch körperliches und mentales Training abseits des Dartboards, also ohne überhaupt ein Dart in die Hand zu nehmen, ausmachen kann. Weil wenn es euch interessiert, braucht ihr nur dem Kanal zu folgen, da kommen noch weitere Videos. Das ist jetzt erstmal sehr viel und klingt womöglich noch etwas abstrakt. Was hat der Olli hier gemacht? Und was hat das alles mit dem Dartsport zu tun und dass ich darin besser werden möchte? Zunächst mal habe ich den Raum ganz weit und offen gestaltet und wir sind in die Höhe gegangen. Ungefähr so wie ein Vogel, der oben in der Luft fliegt und von da auf die Erde schaut.
Das ist erstmal eine ordentliche Distanz und ich kann jetzt aber an ganz andere Punkte gehen und mir die nochmal betrachten, also die Perspektive wechseln und damit neue Anregungen oder Impulse bekommen. Und wenn du besser werden möchtest im Darts, dann ist das ein Veränderungsprozess. Und Veränderung passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern sie hat ihre Phasen, sie hat ihre Handlungsoptionen, die da sinnvoll sind und das braucht eben Zeit. Oder kennst du jemanden, der zum ersten Mal Dartpfeile in seinem Leben in die Hand nimmt und sofort einen 85er Average spielt? Es ist eben ein Lernprozess. Dein Stand, dein Wurf, die Auge-Hand-Koordination, das Rechnen, das taktile Vorgehen. Alles Dinge, die du für ein Dartspiel brauchst. Aber alles Dinge, die du erlernst. Und dazu ist der Schlüssel körperliche Fitness, fit im Kopf sein. Und das bedeutet aber auch verstehen, was da grundlegend passiert. Und wir erleben uns ja auch permanent in Situationen. Und das ebenso natürlich in Spielsituationen. Daraus entsteht ja der Wunsch, das ein oder andere zu optimieren oder grundlegend besser zu werden, um aufs nächste Level zu kommen. Und darum bin ich auch nochmal auf das kognitive Situationsmodell eingegangen, dass ich Situationen eigentlich immer nur nach dem bewerte, was in der Vergangenheit schon mal passiert ist. Du ab jetzt mal kurz den Pause-Knopf drücken kannst und für dich eine bewusste Entscheidung fällen. Situation ist kacke, ich fühle mich auch kacke mit allen Konsequenzen. Oder Situation ist kacke, ich will mich aber nicht blöd fühlen. Und darum mache ich was anders. Du kennst gewiss viele, viele Situationen, auch im Dartsport, die du gefühlsmäßig als irgendwie nicht so doll empfunden hast. Oder wo du vielleicht handlungsmäßig hinterher auch gesagt hast, boah, ich weiß gar nicht, was da mit mir los war. Darum hat mir zum Beispiel auch geholfen, mir mal folgende Fragen zu beantworten. Und dann beim Auftreten von bestimmten Situationen kurz zu bewerten, was hat das jetzt verändert? Wie habe ich jetzt reagiert? Zum Beispiel mal die Frage, lebe ich im Hier und Jetzt? Und was bedeutet das für mich, im Hier und Jetzt zu leben? Nächste Frage, träume ich nur und stelle mir vieles nur vor? Oder erfahre ich und akzeptiere ich die Realität? Also auch nicht die Denke, was hätte alles sein können oder was sollte alles sein, sondern wie ist es denn aktuell? Wie fühlt sich das an und wie soll sich es anfühlen? Wo will ich hin? Was muss ich dafür tun? Arbeite ich auch zum Beispiel an der Verwirklichung meiner Träume? Mache ich zumindest Schritte darauf hin? Entwerf mir einen Plan. Du merkst, da sind auch schon wieder die Phasen der Veränderung mit dabei. Mir hat es aber zum Beispiel auch geholfen, innerlich etwas ruhiger zu werden, indem ich eben nicht immer über alles unnötig nachdenke. Denn auch im Konstruieren sind wir super. Viel einfacher ist aber, ins Tun zu kommen. Einfach ausprobieren. Das nächste Ding ist auch so ein Spiegel von dir selbst. Ich habe mir vorgenommen, mich weniger zu erklären oder zu manipulieren oder zu urteilen und zu rechtfertigen, als vielmehr mich bewusst besser auszudrücken. Nämlich in den Themen, die mir wichtig sind, was ich wirklich will, zu erklären, warum ich das wirklich will, warum jetzt und wie ich mich fühle und was ich mir zum Beispiel erwarte, von mir selber, aber auch von anderen, um ihnen ebenso Handlungsmöglichkeit zu geben durch Verständnis. Und das bedeutet für mich auch, ich lasse mich auf unangenehme Situationen genauso ein wie auf freudige. Denn ansonsten beschränke ich mich selbst in meiner Bewusstheit. Um mal auf Konflikte einzugehen, ist was ganz Normales, das ist nichts Schlimmes. Und auch da gibt es Möglichkeiten, Konflikte auf Augenhöhe und respektvoll zu lösen. Und da bin ich bei meinem nächsten Punkt oder Prinzip. Ich akzeptiere nicht pauschal ein Du solltest oder Du musst, außer wenn es von mir selber kommt. Aber, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ich selbst übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen, Gedanken und Gefühle. Und das ist gerade da eine schöne Übung, auch in Konfliktsituationen oder unangenehm. Habe ich meine Gefühle reflektiert? Habe ich geguckt, ob das eventuell irgendein Trigger aus der Vergangenheit ist? Habe ich versucht, das mal anders anzusprechen? In Ruhe, auf Augenhöhe und hat sich was verändert. Und dazu zählt natürlich auch das nächste Prinzip. Ich akzeptiere mich und andere voll und ganz, wie sie hier und jetzt sind. 6 bis 7 ganz einfache Fragen und Prinzipien, die ich mir immer wieder mal vornehme und danach Situationen bewerte, was jetzt anders gelaufen ist oder wie ich mich selbst da verhalten habe. Und ja, das sind alles Situationen im ganz normalen Leben, aber genau das ist doch beim Dartsport das Gleiche. Für viele ist der Dartsport das Leben. Und wenn körperliche und mentale Fitness einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren ist, um nachhaltig besser im Dartsport zu werden, dann sag ich mal, ist der Schlüssel natürlich die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Und ganz ehrlich, das hilft eben nicht nur im Dartsport.
Und Persönlichkeitsentwicklung, Charakterbildung ist auch Bestandteil beim Deutschen Dartsportverband, bei der Jugendarbeit. Denn das ist auch ein ganz essentieller und wichtiger Punkt. Die Entwicklung der Persönlichkeit ist auch ein Bewusstseinsprozess, nämlich von der frühen kindlichen Entwicklung ins Erwachsenenalter. Und was da auf dem Weg ganz oft passiert, sind Verletzungen. Weil in der Regel kannst du davon ausgehen, dass du als Kind behütet aufwächst, in Liebe aufwächst, in Sicherheit, wenn es geht, auch mit einem männlichen und mit einem weiblichen Anteil, also Papa, Mama, Oma, Opa, was auch immer in deinem Umfeld war. Vorurteilsfrei, offen, tolerant, ehrlich. Das alles sind so Ur- und auch Grundbedürfnisse, Werte, die erfüllt sein wollen, die aber im Laufe deiner Entwicklung hier und da ganz bestimmt auch mal Verletzungen erfahren haben. Nur mal so ein paar spontane Worte dazu. Belügen, betrügen, abzocken, fremdgegangen, Schluss gemacht, verletzt, enttäuscht, manipuliert, missbraucht, verunsichert, abgewertet, gehänselt, ignoriert, bedroht. Ist eine endlos lange Liste. Und auch hier ist dann das Thema, dass wir Strategien entwickeln, um solche Verletzungen künftig zu vermeiden. Und die hindern uns dann aber in späteren weiteren Prozessen, vor allen Dingen dann im Jugendlichen und Erwachsenenalter. Der ganze alte Mist kocht früher oder später einfach wieder hoch. Und genau das beschränkt mich in meiner mentalen und körperlichen Verfassung. Denn solche Verletzungsstrategien können zum Beispiel sein, verdrängen, ignorieren, fliehen, abhauen, mich den Dingen also gar nicht erst stellen. Oder im anderen Extrem kämpfen, rebellieren, aggressiv werden. Kann aber auch ein Rückzug sein, mich isolieren, vereinsamen. Das kann manchmal auch bis rein in erste Krankheitssymptome gehen. Also der Körper reagiert. Und ganz interessant wird es zum Beispiel bei so einem Thema wie mit Humor. Alles ins Lächerliche ziehen, Leute, die nichts irgendwie ernst nehmen oder in Macht, in Kontrolle zu gehen, um genau zu vermeiden, jemals wieder in so eine Situation zu kommen. Sprich, das Ruder, das Zepter, über die Maßen aber in die Hand zu nehmen und damit aber andere zu manipulieren und andere zu verletzen. Und nochmal, ja, das alles sind ganz wichtige Prozesse und Mechanismen, die mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung beschränken können und damit in meiner Motivation, in meiner Leistungsbereitschaft, in meinem gesunden körperlichen Gefühl, in meinem gesunden mentalen Feeling, in meiner Einstellung, Dinge anzugehen und durchzuziehen und damit dem Thema besser in meinem Sport zu werden. Okay, das war jetzt auf jeden Fall viel Tobak, aber wie gesagt, auch mal ein Ausholen, ein Aufmachen von wesentlichen Prinzipien und Mechanismen. Und das werde ich dann in künftigen Videos wieder ein bisschen enger und auch konkreter fassen, speziell zu den Themen mentale Fitness wie auch körperliche Fitness. Und auch hier dann wieder sehr, sehr viele Anregungen und Impulse, wie kann ich besser werden im Darts, also mit diesem Ziel besser zu werden, ohne eigentlich einen Dart anfassen zu müssen. Denn der Part, der dann Übungen und Trainingsspiele, der kommt natürlich auch. Das eine geht ohne das andere nicht. Also, wenn dich künftige mentale wie auch körperliche Übungen interessieren, dann abonniere sehr gerne den Kanal und die Glocke, denn dann verpasst du die Beiträge dazu nicht mehr. Diesmal bin ich sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare oder auch Anregungen und Erfahrungen. Sehr gerne unten mit rein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, good darts. Euer Olli.